Ihr seht schon, es geht um das Game Killing Floor 2, das Game vom Monat Juni bis Plus. Und gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich kenne es nicht, keine Ahnung. Ich gucke mal. Und? Oh. Okay, dann machen wir mal das. Wir können ja mal ein bisschen die Musik leise machen. Dip, dip, dip. Das sieht schon mal interessant, glaube ich, aus, ne? Sehr interessant. Ach, Moment, ich bin nicht bei der Steuerung gelandet. So, viel angenehmer. Schwupp. Ich glaube, man kann das auch mit Gegnern spielen. Also ich meine mit wie komme ich denn zurück hier? Achso, mit Leuten meine ich, aber ich will das erstmal allein versuchen. Grundausbildung. Können wir mal die Grundausbildung beginnen? Jawohl, und los geht's. Killing Floor 2, der Schrei der Sirene. Neutralisiert Granaten und Willkommen andere beim Trainingsprogramm. Sprengstoffe. Pass auf. So, ich dachte, ich soll. Sie liest weiter. Das Trainingsprogramm. Nee, die Trainingsebene wird dich einige Überlebensgrundlagen lehren, ohne dass du hier Angst haben musst zu sterben. Schließe die Trainingsebene ab und du erhältst einen kosmetischen Gegenstand und genug EB, um deinen ausgewählten Vorteil auf Level 1 zu bringen. Okay. Bevor du das Spiel beginnst, wähle den Vorteilreiter am oberen Rand des Bildschirms und wähle einen Vorteil aus. Vorteile sind Klassen mit verschiedenen passiven Vorteilboni, konfigurierbaren Fähigkeiten und Waffenladungen. Ah, okay. Okay, Vorteil. Was haben wir denn von Vorteil? Führe EB-Aufgaben im Spiel aus, um EB zu erhalten und das Level deiner Vorteile zu steigern. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, werden die Vorteilboni für diesen Vorteil erhöht. Alle 5 Level wirst du neue Fähigkeiten freischalten, die du einmal freischaltest. Genau. Konfigurieren kannst. Wähle einen Vorteil aus und drücke bereit, um das Spiel zu beginnen. Vorteil, Berserker, Commander, Unterstützer, Feldsanitäter. Ah. Demolierer, Feuerteufel. Revolverheld, Scharfschütze, Überlebenskünstler und Armer, das SWAT-Team. Nehmen wir mal den Revolverheld. So, und dann bereit. Jawohl. Formatiert in und los geht's. Die Welle kommt. Die Bevor du Welle. Loslegst, solltest du dir die Grundlagen deiner Ausrüstung ansehen. Jede Vorteil-Ladung beginnt mit einer einzigen Art Primärwaffe, einer 9 mm Hilfspistole, einem Spezial. Spezialistenmesser und Granatenhalter-Dreieck und benutze die Richtungstasten, um eine Waffe auszuwählen. So, die meisten Primärwaffen haben einen alternativen Feuermodus. Drücke 1, um aktuellen Feuermodus umzuschalten. Ein Ikon deiner Ansicht aktuell gewählten Feuermodus anzeigen. Zack. Dort draußen kann es ziemlich düster werden. Drücke
Fall nach unten, um deine Taschenlampe einzuschalten. Die Batterie blablabla, beginnt automatisch aufzuladen. Na wunderbar, Mensch, Leute. Granaten erlauben dir, dich gebackten Gruppen stets fertig zu machen. L1, okay, komm, machen wir weiter jetzt hier. Die Welle 1 kommt. Wo ist sie denn, die Welle? Ich hätte einen Fischnacht und einen. Ah, so langsam scheint es, als hättest du den Dreh raus. Bravo! Bravo! Setter im Slow-Mo wird aktiviert, wenn coole Sachen, Kopfschüsse oder Horden von Gegnern bei Explosionen sterben passieren. Bop, 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 bop. Für dich, Bestie! Jetzt habe ich ihn jetzt weggeworfen. So, jetzt lass uns mal hier schauen. Oder kommt hier jedes Mal eine Welle? Oder was ist denn jetzt hier? Kann man hier auch mal weiterlaufen? Oder wie ist das jetzt hier? Geld. Auf der Suche nach einem schönen Zuhause. Hat das gebrannt? Zu deinem Glück ist das hier nur eine Trainingseinheit, nicht wahr? Hör zu. So, heile dich mit Viereck. Zwei, Dillit und Dillit. Und Moment mal, Viereck. Alter. Oh, Fetti ist auch dabei. Man kommt ja gar nicht mal raus hier, Leute. Warum kommt man denn hier nochmal raus? Was sagt er mal, ey? Es ist alles schwarz geworden. Also man kann ja mal gucken, was die Phase ist, hey. Fast keine Munition. Rache. Sehr gut. Erledigt das Ding. Mein Quatsch. Herrlich. Du gehst auf dem Zahnfleisch, Kumpel. Kann man denn nicht wegen, okay. Die sind schon lästig, ne? Muss ich mal sagen. Die sind schon lästig hier. Du hast also eine Welle von ihnen erledigt. Du hast. Schauen wir mal, wie du es benutzen kannst. Genau, zwischen den Waffen kannst du Händlern Rüstung kaufen, Munition auffüllen und so weiter und so fort. Da gucken wir doch gleich mal nach. Hey. Erste Welle besiegt, hey, Wahnsinn. Ah jo, ich sag mal so, es ist jetzt nicht schlecht, aber... man muss halt mal gucken, ne? Man muss ja mal gucken, wie das hier alles funktioniert, ne? Gehen wir mal zum Händler. Warum haben die ihn? Wo Zombies denn keine Munition fallen gelassen? Das versteht es gar nicht. Die hätten ja auch mal wegen Munition fallen lassen können, ne? Das hilft. Tippen, aufhalten, Schweißer anlegen. Ah ja, gut. Schweißer auf und anlegen, jawohl. Oh, ich sehe schon, die Welle kommt in 8 Minuten 57 wieder. Kaum etwas sehen. Echt? Was machen wir denn da mit dir? Wo ist denn jetzt hier dieses Einkaufszentrum hier? Ein Cola kann ich ja kaufen. Ach, hier. Hier findest du mich während der richtigen Missionen.
immer bereit, die neue Ausrüstung zu liefern, sofern du das Geld dafür hast. Genau, nachfüllen. Das lesen wir jetzt nicht alles hier, weil wir wollen ja mal weiterkommen hier. Wir haben, was haben wir denn? 2642 oder was? Ach nee, da unten 600. Automatisch auffüllen. Was auch immer ich jetzt aufgefüllt habe. Ach, vielleicht dieses Zeugs hier, genau. Schön. Naja, prima. Da kann man ja richtig schön kaufen hier, aber... Bevor du wieder loslegst, pass auf. Dieser Ratschlag ist kostenlos. Okay, für den Punkt auszuhauen, aber so einen Ausgang, sobald du beginnst, überlaufen zu werden. Bleib bei deinem Team. Jawohl, ja, ich bin ja Wally, also ich habe kein Team dabei. Du Dürren schweißen. Ja, das habe ich schon festgestellt. Kann ich nochmal reinschauen hier? Habe ich jetzt echt kein Geld mehr oder was? Doch, da habt ihr noch 1600, 900 noch was, ne? An diesen Anblick werde ich mich nie gewöhnen. Warte mal. Oh, die nächste Welle kommt ja schon gleich, ne? Sag ich mal so. Na gut, ist egal. Wir schauen jetzt mal, wie wir hier... Doch. Wenn du Gegenstände kaufen möchtest, einschließlich Schlüssel für Kisten, bist du hier richtig. Naja, schon recht. Lass mich hier nochmal kurz schauen. Steuerung. Hier wollte ich mal schnell gucken. Feuer, bla bla bla. Granaten. Ach, L1 war das. Okay, L1. Okay. Jo, dann wollen wir einfach mal schauen, ne? Was uns jetzt als nächstes erwartet hier. Bei der nächsten Welle. Hier unten ist irgendwie Geld, oder? Deine Munition ist voll, ne tolle Wurst. Jetzt habe ich schon mal was gefunden, jetzt ist die Munition voll. Oh, man glaubt es ja kaum, ne? Und die nächste Welle kommt schon! Gut, dann wollen wir mal gucken, wo die nächste Welle ist. Ich höre sie schon. Das ist wahrscheinlich immer hier so... Geht's wahrscheinlich immer nur ums nackte Überleben hier, wa? Die Dämonen kommen zum Spielen! Jawohl. Jetzt, während er betäubt ist! Da haben wir schon ein paar gekillt. Oh, hier kommt... Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist ein bisschen wie, Aua, was ist denn hier hinter mir los? Halle, sag doch mal, Leute, Leute. Oh, wo, 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 wo. Ist alles voll hier, Mensch. Sag doch mal. Alter Verwalter, Leute, Leute. Ich komme hier gar nicht so richtig weg vom Fleck hier, ne? Geh doch mal weg jetzt hier, ey. Was bist du denn von mir? Hau doch mal jetzt. Könnte ich jetzt mal bitte hier durch? Danke. Alter, was sind denn das für Viecher, ey, hä? Hilfe, Hilfe. Aua. Bäm. Hätte ich die Tür wieder zumachen können, ne? Eigentlich, oder? Meine Güte. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt hier vorbei ist. Was geht's denn da lang? Guck mal. Echt Jack the Ripper-Wetter. Ach, da kommen die wahrscheinlich nicht hinterher, oder? So, jetzt haben wir mal ein bisschen Munition aufge... Ach doch, die kommen hinterher. Bäm. Jawohl. Also das ist wahrscheinlich hier... Müssen wir voll die Wellen überleben. Fetti, jetzt aber gut hier mit dir. Lebt er immer noch, oder was? Kann ja wohl nichts sein. Bäm, jawohl. Was ist denn hier los, Leute? Sieg, jawohl. Level auf Typ 1. Ja, Wahnsinn. Du hast das
Szenario abgeschlossen. Puh. Jetzt mach dich nützlich. Gott sei Dank haben wir es abgeschlossen. Du kannst das Stadtmenü entweder weiter offline-Modus oder online mit anderen Überlebenden teilnehmen. Ja, nice. So schön, das haben wir bestanden. Bestanden. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, jetzt ich einen Rohstrot finde. Jo, dann machen wir erstmal einen Cut hier. Bis zum nächsten Part. Gleich geht's weiter.